Ja, willkommen. Mein Name ist DanielLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ja Fallout, ich habe das schon wieder gesagt, Vault 75 verlassen, glaube ich, oder? Ja. Also wir in diesen komischen Teich vorbeigekommen, wo eine Todeskralle war, und dann sind wir in so ein Loch gegangen mit Red Kakerlaken und Ghule. Und dann sind wir den Rust Devils begegnet, von dem wir immer noch auf der Flucht sind. Und ich hau jetzt hier so weit von ab. Ich werde jetzt mich so weit von wegporten, sobald ich die Chance habe. Da sein Klopp, genau. Und ja, ich würde sagen, ich teleportiere mich jetzt zum meine Bude. Und gucke, ob ich irgendwie, weiß ich nicht, Mission mit Ada folgt. Setzen kann oder mal gucken, weil ich glaube, ich mache damit Ada. Ja, jetzt muss ich meine Sachen hier los, weil ich bin vollgepackt. Curry ist vollgepackt. Ich habe eine Roboterrüstung anscheinend bekommen. Also, ja, das ist passiert. Diese Rust Devils hat sind die haben mir Rüstungen gegeben und nicht Mods. Also, ja, gut zu wissen. Dann muss man meine Wackelpuppe hier einlagern. Wissenschaft, ne? Oh, wie viel uns noch fehlen? 5. Cool. Dann mal alles, was ich nicht brauche, wo die habe ich gar nicht benutzt, fällt mir gerade ein. Wow, tun wir die weg und tun wir die benutzen. Ja, geil. Ja, die Kettenklinge behalte ich noch. Viel Schrott. Nicht. So, dann Curry, du kannst mir natürlich nicht folgen, du musst jetzt natürlich wieder irgendwo rumeiern. Hey. Hey. Das nehmen wir, das nehmen wir. Hier ist eine Roboterrüstung. Ein bisschen aussieht wie eine Sternebruderschaft Klamotte. Das hat meine jetzige. Neunundvierzig, ja, das ist doch ein bisschen sehr stark. Jetzt gar nicht, ob ich dir noch balte. Da links Bein oder so was. Du brauchst etwas, oder? Ja, ist gut, Leute. Gucken wir mal, wie viel ich die noch aufballern kann. Nein, ich mach's ja nicht hier. Ich will alles aussortieren auf Screen. So, zeig mal. 24, was? Ich hatte doch ja 37, nicht so stark wie meinen Dingen hier. 49, komm mal, aber dafür gebe ich, nee, ist auch schlechter. Nur Dingens bekomme ich hier halt strahlungsresistent. Aber ich alles auf Screen irgendwann mal sortieren. So. Dachte, ich habe irgendwelche Mods bekommen. Anscheinend nicht. So, Ada, wo bist du? Also so schöne Mods, damit ich hier meinen Roboter, meinen ersten bauen kann. Ich wahrscheinlich erst nach dem DLC machen.
Hey da, wo bist denn du? Da. Was geht? Und wir suchen den nächsten Dingen hier. Peilsender, was weiß ich. So, Fort Hagen soll mal genau. Möchten Sie, dass ich Sie begleite? Komm, wir brechen auf. Wir nennen die jetzt sie, also. Ich werde stets mein Bestes tun. Ah, Curie, du kannst nach. Jetzt hier bleiben. Vielleicht, wenn ich irgendwie da rumbasteln bin, kann ich irgendwelche nicht Beziehungspunkte sammeln oder so. Ich hätte mich vielleicht nicht dahin porten sollen. Weil ich in Sanctuary habe ich auch irgendwie hier Leuten geholfen, so Minuteman-Mission halt, also so wie immer. Dann stand da irgendwie, hat Nick gefallen, hat Preston hat gefallen, hat den und den gefallen, hat den und den nicht gefallen. Und ja, da kann man indirekt auch die Beziehung ein bisschen hochballern, habe ich das Gefühl. Ich glaube, Curry steht darauf, wenn ich irgendwie Sachen baue, ja, verbessere und deswegen habe ich sie am besten in meiner Basis, wo ich immer wieder am Baum bin. Sah ein bisschen anders aus. Wie ein Kopf hat er. Was der Helm jetzt ja mal macht. Und gehst du weg. Also nicht. Meine Güte. Robot war's. Ist diese Sendung? Ich weiß nicht. Übrigens. Ich weiß nur, dass sie existiert. Nicht wie sie heißt. Ich habe noch nicht nachgedacht, was das sein könnte. Schießt du irgendwie leichten Bolzen auf mich? Irgendwie kann es so nah an mich heranzugehen. Jetzt irgendwelche Gleichsvolks noch, oder? Meine Güte, wie wenig Schaden. Ich soll hier auf einmal retten. So ein langsames Teil und ich stark sein. Wenn passiert, wenn ich mir so ein Teil bauen würde, würde er gar nicht mitkommen mit mir. Das Ding hat schon irgendwie 25% mehr Schaden. Das ist ja das Effekt. Alter. Der Kopf überhaupt, der Kopf ist nicht mal annähernd zu schäden. Okay. So, ich bin blöd, das ist ein iPod. Als Helm. Ja, was haben die kranke Fetische? Ja, oder lange. Such mal, wird nicht bringen, ne? Wirklich ist das Ding so langsam, ne? Ich kann eigentlich da reingehen. Was soll ich mal irgendwas hinterlassen? Ich kann da reingehen und die ganze Anlage da. Boah, abklappern. Der Viech kämpft hinterher. Okay.
mal. Boah, echt? Ist doch Schwachsinn. Ah. So ein verdammt langsames Ding, ne? Das kann noch ein bisschen dauern. Aber gut, die Knarre wäre besser gewesen. Also gleich so, meine Güte. Was? Idioten. Und schon wieder so Sachen. Okay, die nehme ich jetzt aber nicht auf. Schon noch kommen. Ja, du bist explodiert. Hast mir meine XP mehr oder weniger geklaut. Dann werde ich immer verwirrt. Jetzt Roboterteile aufsammeln oder Rüstung. Ja. Frag mich ja dann auch, ob ich muss mal gucken, wie mit dem Bauen hier funktioniert, ob ich jetzt, wenn ich einmal den Mod jemals gefunden habe, ob ich den dann immer benutzen kann oder ob ich jetzt, wenn ich zum Beispiel nur einen Arm irgendein Viech habe, ich dann auch wirklich nur einen Arm zum Bauen ab. Ja. Ja, der zack gleiche schon. Da werde ich ja sehen, wenn ich zum ersten Mal baue. Bestimmt so am Ende oder nach dem DLC der Fall sein wird. Oh, was? Alter, das Mark 3, ne? Und das mich mit einem Minigun durchbohren. Gibt's doch nicht. Start. Ich will nicht hier von Mark 3 Tourette auseinandernehmen. Ja, noch schöner. Und ihr habt alle das Ding hier schon. Seid ihr behämmert? War das nicht? Ich bin ja nicht hier reingegangen. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Wenn du mir zustimmst, warum tut deine Beziehung dann nichts mehr ändern? Wozu dies? Die Frage ist jetzt. Ich habe so das Gefühl, der Ort war noch nicht vorher hier, weil sonst würde es nicht so aussehen hier. Nehme ich jetzt mal an. Nun wurden die Orte neu hinzugefügt, alle. Glaube ich. Mal schauen. Wenn ich da sowieso noch nicht war, macht das sowieso keinen Unterschied. Mach den. Ja, kann ich den auch öffnen da unten? Also Schlosser knacken. Da möchte ich das nämlich nicht öffnen. Okay. Dann rein da. Ich sagen, ist die Tür da? Nee, muss ich glaube ich so. Ja, Schlinge, dann müsste ich also ja durchgehen und mich durchkämpfen erst, ne?
Gut. Das verriegelt, mach hoch. Ja, von Fort Hagen. Sind überhaupt hier in der Nähe? Ja, ne? Kein Plan. Ja. Oh. Oh. Werde nicht schwarz. Was? Da finde das Robo hier nachher. Stimmt ja. Wir müssen auch Robo hier noch schlachten. Hallo. Da ist nichts mehr. Ah. Nur gerade so gesehen. Man kann es auch ein bisschen mit seinen Maschinenfisch übertreiben. Muss man echt einen Aggressor-Tron so Hey. als Falle umbauen. Wer ist da? Mein Hey, ernsthaft? halt mal kurz die Klappe. Ich habe was gehört. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Oh Mann. Das ist jetzt nicht wieder wilde Gude. Oh, was? Zahnhalme. Boah, ich dich, Zahnhalme. Guck mal, die Menschen jetzt hier so viel aus. Die Zufallsbegegnungen vorhin, die haben nicht so viel ausgehalten. Weil die verdammten Aggressor dran hängen, aber. Da wurde zum Beispiel nicht hinzugefügt, weil ich den schon hab. Das heißt, ich brauche immer. Weiß ich. Also, jetzt hat es vollkommen egal, wie viel ich davon hab. Wenn ich nur einmal finden muss und dann sind die für immer freigeschaltet. Ich kann die dann so oft benutzen, wie ich will. Oder. Ich nehme an, das funktioniert aber so wie mit den Waffen. Und wenn ich eine Mod habe, dass ich auch dann. Oh Gott. Ich dann auch nur einmal den Mod anbringen kann. Was ist das denn? Das ist ein Vernichter. Alter, kostet meine an. Da habe ich zu viel aufgehört, andere Dinge. Was ist denn hier? Warum kommst du ja so schnell wieder zurück? Keine Lust mehr, ey. Benutzen wir mal die Umgebung ausnahmsweise. Jetzt gemacht. Wird natürlich schon so gut wie erledigt. So, wie du explodierst. Oh nee. Sehe zwar überhaupt nichts, aber okay.
Du bist ein Mensch. Stimmt. Ja, meine Puh, dann kann ich wieder aufsammeln. Los, ey, da greift von hinten an. Er hat jetzt drauf, wie langsam er ist. Der schon mutiert ja, ne? Und bist das. Muss Ada Selbstzerstörung erleiden. Zum maximalen Schaden. Schwer. Was? Da. Gute Sachen. Aber wenn die nicht irgendwelche Effekte haben, sind die irgendwie blöd. Da. Ja, da war noch mehr, oder? Nein, da waren noch viel mehr Leute. Langsam habe ich genug von diesen Steinen, die Kriegsherren Dingern. Habe ich jetzt schon 3-4 Stück. Wow. Hier sind einige Gegner, die sind mit 1-2 Schlägen weg. Was hat's echt nicht mit den Geschützen, ne? Wie so ein Schaden mache. Hallo? Alter, ist das eine Dingens? Ist eigentlich dieser eine Super Power Armor? Stärkste? Leck mich doch an. Ist doch geil. Das ist nur hinter einer Expertentür. Das Tor. Ich doch mal an. Das eiskalt mit Dingens. Das eiskalt die beste Powerrüstung von allen. Glaube ich jedenfalls. Haben. Jetzt seid ihr alle dran. Aber bin ich da reingesprungen? Jetzt seid ihr alle dran. Das sag ich euch. Nehmen wir mal jetzt auch meine Waffen schnuppern. Jetzt bin ich, glaube ich, unbesiegbar fürs erste. Ja, Schadensverteilung 1570. Oh Gott, irgendetwas sehr Schlimmes wird kommen, oder? Na da, jetzt habe ich 5 Versuche, geil, ne? Warte mal, Zirkel, Siren, nein. Shadow, ehrlich. Geil.
Okay. Ein Einkaufskorb. Super. Granaten. Okay. Gut, dann beende ich den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.